Milius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Eine gute Idee. Ich bin aber nicht dazu gekommen, mehr als die paar Samen da zu sammeln. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Okay. Was soll man? Herz. Manche haben nur ein Gebet um Wärmen. Manche nicht einmal das. Wunderbar. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm. Oh. Au. Vorsicht, die sind heiß. So, und dann sprechen wir noch mit Cuthbert, Whitehead. Er und sein Keller riechen nach Hopfen und Honig. Nach alten Äpfeln, getrockneten Kräutern und Essig. Na, braut er etwa Bier? Bruder Cuthbert. Wir haben auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Nee, leider nicht. Ich habe ihn einem der Novizen gegeben. Warum hast du das getan? Er sagte, es sei nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Der gierige Bruder Markus. Du bist zu vertrauensselig, Philipp. Bruder Cuthbert, du wirkst bekümmert. Prior James war ein guter Mensch. Aber die Priorei ist in einem schrecklichen Zustand, Philipp. Philipp weiß das. Er war nur zu höflich, um was zu sagen. Ja, ich weiß es. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James über diese Dinge zu reden. Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Die Novizen bestehlen euch? Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern. Mehr als einmal. Heute hat auch wieder etwas gefehlt. Okay. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius, gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. Ah, auf dem Friedhof. Das war würdig und recht. Okay, sind wir durch. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. So, damit wäre ich durch hier. Finde den Vermissten. Ja. Hast du je daran gedacht, abzuhauen? Erinnere mich, ja, als ich so jung war. Wer hat so das viele nicht? Fragen. Bei ihr sollten aber ich sie leiser nicht reden. Gezüchtigt. Ihr seht aus, als wolltet ihr mich etwas fragen. Du bist Philipp von Gwyneth? Ja, aber für euch bin ich Bruder Philipp. Siehst du? Ich hab dir gesagt, wir können ihn ansprechen. Ja, aber jetzt frag ihn. Warum fragst du ihn nicht? Ich habe schon Bruder Andrew gefragt. Das zählt nicht. Er wollte nicht antworten. Natürlich zählt das. Er hat es mir übel genommen. Uns beiden. Wir mussten beide das Vaterunser aufsagen. Worum geht es? So. Bruder Milius hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus. Was ist mit Gottes Tempel gemeint?
Bruder Andrew wollte uns nichts dazu sagen. Es muss ein Ort sein. Eine Kathedrale. Das war bestimmt, was der Gastmeister gemeint hat. Wenn man einer Kathedrale etwas antut, ist das eine Sünde. Ja. Jeder von uns ist Gottes Tempel. Denn er hat uns erschaffen. Und was ist, wenn jemand Gottes Tempel etwas antut? Die Bibel sagt, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Selbst wenn er seinen eigenen Tempel Gottes zerstört? Also gibt es auch für Prior James keine Erlösung. Schwierig, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da spielt schon wieder jemand Cyberpunk 2077. Mann, auch. Gehen wir mit der Bibel. Aber damit sagen wir im Prinzip zwischen den Zeilen, dass er ein Selbstmörder ist. Aber das wissen wir nicht. Sagen wir das. Prior James hat keinen Selbstmord begangen. Aber keiner hat ihn in der Nacht gesehen. Keiner weiß, was passiert ist. Gott weiß es. Gott weiß, warum er aufs Eis hinausgelaufen ist. Es heißt, der Teufel hätte ihn verfolgt. Sag nicht seinen Namen. Ich habe viele tapfere Männer fliehen sehen. Aus vielen Gründen. Aber den Teufel habe ich nie gesehen. Also sollten wir ihm keinen Raum geben. Weder hier, noch in unserem Herzen. Meint ihr nicht auch? Ja, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Gut, hätten wir das erledigt. Haben wir noch irgendwas hier? Junge Mönche. Ja, da komme ich jetzt. Danke dafür. Ich möchte zum Friedhof. Was ist denn das hier? Hallöchen! Noch ein Grab. Noch eine Seele, die ruht und wartet. Bruder Arnold. Er hat sicher auch James Grab ausgehoben, aber James Grab ist leer. Wie viele Gräber mag es hier geben? Hat sich auch James Grab. Okay. Bruder Arnold, wie geht's? Wow, sieht der scheiße aus. Was? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Die Toten sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Oh, wir haben hier Noviz. Okay. Nehmen wir das hier. Nehmen wir uns die mal vor. Der Novize, dem ich an der Brücke begegnet bin. Beide sollten arbeiten oder die Bibel studieren. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Cuthbert? Klar. Ich habe ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte in der Wand habe ich ihn gesteckt. Ich würde auch gern mal was in eine Spalte stecken. Alter. Das glaube ich gern. Okay. Eine Novizin hat Cuthberts Schlüsselbund in einer Spalte in der Kirche versteckt. Ja, dann. Kreuzgang. Zur Kirche. Darüber. Ja. Oh, Riss in der Wand. Ich glaube, das haben wir. Der Novize sagte, er habe die Schlüssel hier versteckt. Sie waren da drin. Ich hab sie. Oh. Mit Cuthberts Schlüsselbund kann man die meisten Türen in dieser Priorei öffnen. Ja. Dieser Bruder Markus hat tatsächlich Cuthberts Schlüsselbund gestohlen. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Kreuzgang. Also nochmal. Zum wir Friedhof. Wir sind alle Gottes Tempel. Und jetzt aus des Prios.
Du ja. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder Remigius, es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James? Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich hab seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Was? Jetzt lass mich weiterarbeiten. Prios, verlasse ein... Das mache ich noch nicht. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser da raus. Hast du nicht eine eigene Priorei, um die du dich kümmern musst? Ist in den letzten Wochen ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Natürlich. Sogar der Bischof und der Graf sind zur Weihnachtsmesse gekommen. Ich habe die Messe selbst abgehalten. Und in der Woche vor Weihnachten? Da war ich nicht hier. Der Sakristan und ich sind nach Shiring geritten, um Köche für unsere Gäste anzuwerben. Ich verstehe. Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das. Und ich respektiere ihren Glauben. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. Jetzt lass mich wieder an meine Arbeit gehen. Na komm, ich zeig diesen Schlüsselbund an. Bruder Markus hat Cuthberts Schlüssel gestohlen. Bruder Markus. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Okay. Diebstahl ist etwas, das wir nicht hinnehmen können. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Petze. Jawohl. Ja, nein. Petze. Gut. Verlasse. Wollte ein. Noch mit I. Mit der Taste gucken, was so Phase ist. Schade. Bekennen ihre Schuld ohne es. Sie haben den Weg verloren. Aber es gibt Hoffnung für sie. So. Was ist denn abgeschlossen? Das Gasthaus ist abgeschlossen, ne? Nicht nötig, das Gästehaus abzuschließen. Ja, geh mir meine Küche, geh mir den Schlüssel zurück. Es wird kalt. Wann lernen diese Novizen die Tür zu schließen? Okay, geben wir ihm mal den Schlüssel wieder. Bruder Cuthbert. Philipp. Ich habe deinen Schlüssel gefunden. Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Das habe ich schon. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Okay. Gut. Du hast sicher noch zu tun. Du ich keine Probleme sicher mit. Auch. So. Wo könnte ich denn noch hin? Salon. Philips Pony. Pferd.